Guten Morgen Deutschland. Ich war ja am Mittwoch in einem Labor. Ohne Arzt und ohne Krankenkassen bezahlt gedönst, habe ich nun endlich selbstständig meinen Vitamin D-Wert testen lassen. Dazu auch noch drei Werte, die ich ebenfalls noch nie bestimmt habe. Beim Vitamin D ist es ja so, dass ich mir eine Vitamin D Lampe gekauft habe. Das Video und die Links zur Lampe und der schmelzfreien Halterung, das findet ihr oben in den Infokarten. Jedenfalls habe ich im Sommer, da ich ja auch öfter raus bin, das bedeutet so im Schnitt 1-2 Stunden pro Tag würde ich sagen, entweder im Garten, beruflich unterwegs oder eben einkaufen oder diverse Treffen innerhalb des Freundeskreises, komplett auf die Supplementierung verzichtet. Aber nach dem Baden gehe ich, das ist ja fast täglich baden, gehe ich trotzdem auch im Sommer immer so 5 bis 10 Minuten unter meine Vitamin D Lampe. Im Winter und im Frühling habe ich mit Tabletten oder mit Tropfen supplementiert. Ich habe so ungefähr zweimal die Woche so eine Tablette genommen mit 5000 Einheiten oder ich habe auch mal ein paar Tage in Folge so diese Dr. Jacobs Tropfen, verlinke euch das auch mal unten, mit so 800 internationalen Einheiten, also 2 Tropfen genommen. Also da habe ich dann nicht zweimal die Woche, sondern länger genommen. Ja, und was sind denn nun die Ergebnisse rausgekommen? Vitamin D ist mit 58,4 Mikrogramm pro Liter, das ist die Umrechnung der 146er Zahl im oberen Normbereich, und das hat mich dann doch total überrascht, muss ich sagen, wie heftig die Lampe da reinzieht, weil im Vergleich mit anderen Personen, die weit höher supplementiert haben, ist mein Wert geradezu exorbitant höher. Das bedeutet, die Lampe hat einen massiven Einfluss. Ich überlege sogar, komplett die Supplementierung einzustellen und nur noch mit der Lampe unterwegs zu sein. Ich verlinke euch am besten nochmal in der Infobox unten nochmal die Lampe. Also ich bin wirklich echt total begeistert, dass das mit so einer Lampe funktioniert. Also ich habe das eigentlich so als Fun quasi nach dem Baden immer gemacht. Weil die Lampe hat ja das Licht, das Spektrum der Lampe, das bildet den Himalaya in 2000 Metern ab. Und ich habe mich dann immer so nach dem Baden so gefühlt, als würde ich mich im Gebirge im Sommer unter strahlend blauen Himmel legen. Da auch die Lichttemperatur der Lampe nicht so kalt ist, sondern sich echt 1:1 wie so ein richtig geiler Sommertag anfühlt. Wobei man dazu sagen muss, ich bin farbenblind und da eventuell nicht ganz so der absolute Experte, was die Farbtemperatur angeht. Aber es findet sich halt auch in diesen Erfahrungsberichten wieder, die man überall lesen kann. Und preislich kostet es strommäßig irgendwie so 1,5 Cent oder so. Ich habe das mal ausgerechnet. Also ist im Endeffekt ein absoluter Witz. Das ist halt nach dem Baden nochmal Wellness quasi obendrauf. Ich kann es nur zu 100% empfehlen. Jetzt gerade auch, wo ich jetzt sehe, was die Werte sind. Ansonsten, ja, ich habe mal Zink testen lassen auf Anraten von, ich glaube das war Steffi Plant Based, einer von euch, der kommentiert. Und ja, auch da alles im grünen Bereich. Gesamtcholesterin ist leicht gestiegen von 109 auf 133, aber das war eigentlich ja, zu erwarten, da ich zum einen die letzten Wochen recht ja, heftig fettig für meine Verhältnisse gegessen habe, beim veganen Brunch oder diese Oatsnack-Riegel und auch viele Walnüsse in letzter Zeit, und zum anderen habe ich auch 3 Stunden vorher eine Mahlzeit gegessen. Aber natürlich nutze ich weiter zum Anbraten jetzt maximale Fingerspitze Kokosöl, bei Salaten tue ich, ja, die ich einmal alle 4-5 Tage esse, nur gemäßigt Öl zu mir nehmen, und generell nehme ich kein zusätzliches Fett zu mir. Also kompletter Verzicht auf Margarine, Öl und alles, was in Lebensmitteln, was nicht in Lebensmitteln enthalten ist. Ja, und entsprechend, ja, ist das normal. Meine aufgeschlüsselten Cholesterinwerte sind tendenziell auch etwas niedrig und bei HDL losgelöst vom Quotient betrachtet an der unteren Grenze. Aber der Quotient ist halt auch wieder perfekt. Also was Cholesterin angeht, war mir eben schon klar, dass ich da locker unter 150 bleiben werde, was auch, ja, so mein langfristiges Ziel ist. Weiterhin, ich habe jetzt das Sauerkraut getestet, was das beste Sauerkraut Deutschlands sein soll. Kurioserweise auch eines der preiswertesten Anbieter bei Amazon. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Sauerkraut macht man ja idealerweise selber, um auch von den probiotischen Bakterien zu profitieren, die in der Tüte, im Glas oder in der Dose ja überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Aber ich habe es zweimal probiert und bin zweimal kläglich gescheitert, und ja, für meine probiotischen Bakterien und mein gutes Gewissen habe ich jetzt mein Kombucha angesetzt. Das bedeutet, Sauerkraut kann für mich ja leider nur eine Geschmacksfrage sein. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich die 10 Kilo Sauerkraut, die ich jetzt bestellt habe, aufgebraucht habe. Wenn es denn schmeckt. Denn der Sascha, ich hoffe ich liege richtig,
hat mir den Hinweis gegeben, dass man bei meiner Lieblingssekte Lebe gesund auch frisches Sauerkraut bestellen kann und dort wahrscheinlich ja wirklich frisches, denn wenn man auf den Markt geht und dort frisches Sauerkraut aus dem Fass kauft und dann nachfragt, ob dieses wirkliche frische Sauerkraut auch wirklich frisch ist und nicht pasteurisiert, bekommt man zumindest bisher ich immer die Antwort, na klar ist es frisch, nur kurz ein bisschen erhitzt um die Bakterien zu töten. Ja, super. Ist auch nicht so, dass man deswegen Sauerkraut essen möchte, weil da die probiotischen Bakterien drin sind. Also von daher ja, blieb mir jetzt nur die Alternative, das so zu kaufen. Wie dem auch sei, wie schmeckt denn nun das beste Sauerkraut Deutschlands? So, es ist schon spät am Abend, aber wenn Deutschlands bestes Sauerkraut ruft, das Weinsauerkraut aus Filderstadt mit über 750 Jahren Tradition, dann sag ich natürlich, das muss ich testen. Und entsprechend werde ich euch für euch jetzt live das Weinsauerkraut testen, was das beste von Deutschland sein soll. Es kostet nur 70 Cent die Dose, wenn man das in so einer riesen Palette kauft. Ich habe das Video sicherlich gesehen, wenn nicht, dann verlinke ich es oben, wo ich die Palette hochgehalten habe. Aber ja, ich bin jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, weil ich bin großer Sauerkraut-Fan und deswegen werde ich das jetzt testen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das beste Sauerkraut Deutschlands. Riecht erstmal gut. Und ich habe ja schon einige Sauerkraut gekostet und es ist nicht so, dass ich sage, ja, jedes Sauerkraut schmeckt. Also es gibt einige, die wirklich nicht schmecken. Also von daher bin gespannt. Immerhin habe ich eine ganze Palette. Das schmeckt gut. Das schmeckt wirklich gut. Es ist sehr, sehr so essigmäßig ein bisschen, so säuerlich. Also Sauerkraut, logisch. Aber im Gegensatz zu anderen Sauerkraut ein bisschen so Wein, alkoholisch, so ein bisschen die Richtung. Sehr, geht schon fast in die Richtung süßlich. Ist sehr mild. Ist sehr mild. Und schmeckt wirklich richtig gut. Und ist, ja, ähnlich wie das Beste, was ich bisher gegessen habe. Und ja, also von daher, es ist zu empfehlen. Und 70 Cent die Dose ist natürlich unschlagbar. Also das ist eine richtig große Dose. Da sind 810 Gramm drin, Abtropfgewicht 770 Gramm. Das heißt, ja, da kriegt man richtig was für sein Geld. Also eine Palette kaufen. Ich habe euch den Link unten hingemacht, wo ihr diese Palette kaufen könnt. Und ich muss sagen, das Haltbarkeitsdatum ist hier 31.12.2018. Das heißt, überhaupt kein Thema, das alle zu kriegen. Und also für den Preis, mild, lecker, kann man auf jeden Fall, also wenn man Sauerkraut nicht selber macht, absolut zu empfehlen. Also Vitamin D top und Sauerkraut geschmacklich auch sehr gut. Ich habe mir übrigens noch ein richtiges Kombucha Starter Set kommen lassen, um auch noch einen Kombucha anzusetzen. Mit einem anderen Tee. Bei einer Firma Natural Kefir Drinks, den Link packe ich euch unten rein, die sogar eine Garantie geben, dass die Pilze anwachsen. Also auch ich, der jetzt fermentationstechnisch bisher ziemlich abgestunken ist, kann da beruhigt zugreifen. Aber zum Kombucha kommt, wenn der erste fertig ist, noch ein richtig, richtig massives Video mit allen Infos und so weiter und wie meine Pilzzucht quasi voranschreitet und so weiter. Das macht ein richtiges Kombucha-Video. Ich wünsche euch das geilste Wochenende der Welt und wir sehen uns morgen wieder, wenn es darum geht, warum haben wir Angst vor dem Tod und was könnte ein Ansatz sein, diese Angst zu besiegen. Ich freue mich darauf und wir sehen uns morgen. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.